Und willkommen zurück zu WWE 2K16 Showcase Mode zu dem Match Stone Cold Steve Austin vs. Dude Love Over the Edge in Your House. Special Referee um die WWE Championship. Austin und Dude Love wollen endlich abrechnen in einem Kampf um die WWE Championship. Over the Edge. 31. Mai 1998 aus Milwaukee, Wisconsin. Stone Cold Steve Austin vs. Dude Love. The Rattlesnake vs. The Chick Magnet. WWE Championship in Gefahr. Oh, have mercy. Dann gehen wir mal in dieses Match hinein. The Special Referee ist Mr. McMahon. Wird zwar jetzt vor diesem Match nirgendwo gesagt, aber er ist es. Und ohne Musik kommt er auch raus. Ich weiß nicht, wieso er keine Musik hat. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat er noch keine wirkliche Musik. Das kann nämlich sein. You still got to wonder who, if anyone, is going to volunteer to make sure that Mr. McMahon officiates this match fairly. Don't worry about that, JR. This man is as honest as the day is long. Honest Vince. Ja. Genau. So. Schönen Anzug, Dude Love. Ja, schön rausgeputzt, Dude Love. Der Champion hat sich weniger rausgeputzt. Aber ey, das muss ja auch nicht. Okay. Ja, dann machen wir auch mal zu. Ich gebe auch weiter zum Match. Ja. Echt? War das in Milwaukee, Wisconsin? Und wieso ist die Arena jetzt so blau und die Musik des Undertakers ist ertönt? Der Taker auch hier. Ist das schön. Da sehen wir ihn. Ja, definitiv. Gut, aber es ist ein Taker-Einzug, der dauert wie immer 10 Jahre. Dude Love. Fangen wir so an. Dann mache ich mir auch mal sowas. So, komm noch mal in DDT. Das
Weil für Dude beim Ansagertisch bringen wir ihn mal dorthin. Okay, das ist nicht beim Ansagertisch. Dann weiß ich, was gemeint ist. Nicht das, Dude, das ist nicht gemeint. Muss wieder raus. Tut mir leid, aber da kann ich nichts anderes machen. Ach komm, Dude Love. Hör auf jetzt andauernd zu kontern. Stellt sich schon so an wie Bret Hart. Okay, war doch so meint. Egal, wir haben es ja geschafft. Hui! So ein Spanier! Hola! Genau, Lola. Ah, das ist aber nett. Ja, das darf ich auch machen. Zu spät. Wieso war das zu spät? Noch früher kann ich nicht kontern. Weil dann springt er nämlich noch gar nicht. Kommst du jetzt in den Ring? So. Hui! War schön gesprungen, Austin. Ich meine, du hast jetzt nicht den getroffen, den du treffen wolltest, aber hey, war ein schöner Fluch. Ja, Patterson Briscoe. Wo ist eigentlich Briscoe? Sollte der nicht auch irgendwie hier sein? Irgendwo. Bislang habe ich ja nur Patterson gehört. Oh. Neckbreaker. Das war ein nicht schöner Neckbreaker. Muss ich mal sagen, also das war jetzt überhaupt nicht toll. Achso, ist ja schön. Wie nett. Oh. Danke. Natürlich. Panther Dude Love, mein Signature. Ist jetzt gut. Och komm. Ja. And he's headed back in. He's bringing it back inside the ring now. Executed perfectly. So. Ist er selbst schuld, Dude Love? Alter! Schon zum zweiten Mal gekontert! Lass doch mal ein Signature durchgehen! So. Gut, wenn du da wartest und nichts machst, schlage ich dich einfach. Ah, aber wir sind noch im Match. Noch nicht vorbei? Ja, du kannst auch so oft wie du willst rumschlagen auf der Matte, Mr. McMahon. Mr. McMahon! Ach, wie nett. Danke für den Stuhl. Oh, wir bluten. Ist nicht gut. Double Arm DDT.
Nee, noch nicht. Austin ist noch dabei. Oh, jetzt haben wir den Stuhl. Oh, jetzt haben wir uns selbst auch noch mit dem Stuhl geschlagen. Und Dude Love. Einfach alle. Ja. Schon wieder Mr. McMahon getroffen, Dude Love. Muss man dein Ziel nähern. Ja, würde ich gerne. Könnte ich schon längst machen, wenn Dude Love nicht andauernd meine fucking Signature kontern würde. So, jetzt aber. So, steh auf, Dude Love. Dann kriegst du einen Stunner ab. So, Stunner! Eins, zwei. Oh, Briscoe. Hey, Briscoe ist doch noch da. Und hat den Chiri geschlagen. Das ist nicht gut. Oh, Mandible Claw. Oh, nicht mit dem Taker. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, das fühlt sich bestimmt auch nicht gut an. Oh, Patterson. Das ist auch keine gute Idee. Ja. Da fliegt dann einfach mal Patterson durch den Tisch. Oh, Pile Driver. Okay. Bin aber klar. Das bringt bloß nichts. Ja. Steh auf. Ja, hast du meine Mittelfinger. Ja, oh! Mann, aber klar! Mein Gott! Ich darf den Stunner einfach nicht sagen. Stunner! Stunner! Ja, aber es ist kein Riff da. Ja, was soll ich machen, Austin? Oh! One, two, three! Ja! Ja, also, McMahon hat gezählt. Und schon bluten wir gar nicht mehr. Ach, das die Blutung haben wir schnell gestoppt. Ja, und weiterhin Champion. Ja, so macht man das. Danke, Taker, dass du heute da warst. Gefiel mir. Blipper öfters, mach das mal öfters. So. Das war schön. Haben wir schön gemacht. Despite the chairman's best efforts, Austin retains his WWE Championship. Ja, das passiert schon mal. Denn in der nächsten Folge sehen, bzw. haben wir das Match
Stone Cold Steve Austin vs. Kane von Monday Night Raw 1998 WWE Championship. Austin will den Titel zurück vom Big Red Monster Kane. Ich bedanke mich fürs Zusehen, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.